Servus Freunde und herzlich willkommen mit zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3 Blizzard Mountain, wo wir heute mit dem Cadillac Escalade unterwegs sind. Und ja, ihr seht, wunderschönes Wetter und ja. Ja, okay, wunderschön. Bisschen bewölkt ist es halt. Und ja, wir werden heute hier mit dem Escalade ein bisschen ja, Spaß haben. Der Wagen wurde sich gewünscht auf A800 vom Jan Hoffmann. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle und danke für deinen Wunsch. Der Wagen wurde auch dementsprechend aufgebaut. Wir schauen uns mal an, was die Veranstaltung hier unten für eine Herausforderung besitzt, ob wir die mit dem Wagen hier erreichen können. Wenn ja, fahren wir natürlich hier um den nächsten Stern. Wenn nicht, dementsprechend halt nicht. Blizzard Mountain. Was geht's denn überhaupt? 200.000 Fähigkeitspunkte? Nö, kriegen wir mit Sicherheit nicht zusammen. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ein wunderschönes Bergabrennen, aber das will ich eher per Offroad machen, also nicht über den Track, sondern Offroad runterballern. Hier genau sowas habe ich gesucht. Genau das fahren wir auch. Schauen wir mal, ob das Dickschiff da hochkommt. Ja, easy. Da vorne kriegt es noch mal eine Hürde, aber die geben wir ihm natürlich. Bin ich gespannt, ob er jetzt hochkommt. Als ob da überhaupt kein Hügel wäre hier. Also das Ding beißt sich hoch den Berg. Ja, richtig geil. Und ja, dann fahren wir hier weiter. Blizzard Mountain. Nee, ich will eigentlich, ja. Erstellen wir eine kleine Meisterschaft. Sports Utility Heroes, Blaupause erstellen. Nee, warte mal. Nee. Nicht einfach so Blaupause erstellen. Das war jetzt dumm von mir. Streckenauswahl natürlich. Was haben wir dann noch? Wir haben einmal hier. Nö, das will ich nicht. Das will ich allerdings. Und noch irgend sowas. Wo ist das Geile mit dem Sprung darunter? Das will ich auch noch fahren. Hier? Nö. Nö. Was ist denn das? Das ist es mit Sicherheit nicht. Auch nicht. Sag einmal. Genau. Das nehmen wir noch dazu. Dann haben wir drei richtig geile Rennen. Morgen heiter. Das letzte, das passt dann schon. Und ja, ich würde sagen, wir erstellen mal das Ganze und dann fahren wir das Ganze auch. Also wir sind dann nicht nur so am Erstellen und so, sondern fahren das auch. Die Horizon SUV-Heldenmeisterschaft. Zeigen wir den Leuten, was in diesen Großstadtgiganten so drin steckt. In denen steckt ganz schön viel drin und das auch bei 800, weil das Ding hat ordentlich Wumms. Und ja, bin schon gespannt, was bei rumkommt. Aber ich bin guter Dinge. Steilwandsturz, ja. Ja, stimmt, wir springen da glaube ich nachher auch irgendwo runter. Und er beißt schon gut an, also da kann man ihm nichts hinterher sagen. Und ja, die Geschwindigkeit ist natürlich in der A-Klasse nicht ganz so hoch, als recht, wenn wir hier mit den Allradern und mit den SUVs unterwegs sind. Aber ja. Wir werden es auch schaffen, dass wir die Meisterschaft hier abschließen. Wir haben drei geile Rennen vor uns, die auf jeden Fall für diesen Wagen geeignet sind. Beziehungsweise wir können ja sonst in der nächsten Folge vom Blizzard Mountain hier in der Meisterschaft weiterfahren, falls es zeitlich sonst nicht ausgehen würde, weil da ja, werden wir auch wieder so ein ähnliches Gefährt fahren. Eigentlich, ja, ich kann es ja euch ja sagen, wir fahren dann mit demselben Gefährt nochmal, nur komplett in Serie. Also wird es mal was komplett anderes, Serie und Schwarz. Kann man mit dem auf jeden Fall nicht vergleichen, allein schon reifentechnisch. Aber wir sind gar nicht mal so schlecht unterwegs hier. Oh. Nein. Oh. Das war mal eine Querbeschleunigung hier. Also da hat uns ordentlich seitlich in den Sitz gedrückt. Oh weh, da sind wir nur Zweiter.
Schau, der Scheibenwischer ist so schwer, der braucht sogar eine Ablage. Und jetzt müssen wir wieder ordentlich hier Gas geben, damit wir da wieder rankommen. Schön hier unten rum. Ah, ich weiß schon, zu welchem Sprung, dass wir jetzt hinfahren. Boah, wie ich es mir gedacht habe, wir springen da auf einen Kollegen drauf. Hui! Die Cadillacs dominieren hier. Also wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich hätte mir gedacht, dass wir da eher hinten mit dabei sind, mit allen Autos. Aber dass wir ja mit zwei komplett vorne mit dabei sind. Okay, jetzt sind wir überholt worden. Es sind nur noch eine Einfachführung, keine Doppelführung mehr. Aber trotzdem ist hier der Cadillac gut mit am Start mit Rang 3. Also hätte ich mir echt nicht gedacht. Kommt noch der Angriff? Nee. Aber ich glaube, wir sind wieder 3 und 4. Ja doch, schau. 1, 3 und 4. Also was will man mehr? Also wir sind echt gut vertreten. Und ja, ich würde sagen, fortsetzen tun wir es mal. Hier auch nochmal. Und dann, ja, geht's ins nächste Rennen. Und sorry, ich bin gerade irgendwie hier beim metallenen Bobschutz angekommen. Ich finde das Ding aber irgendwie geil. Hat was, das ganze Metall da. Vor allem ist es auch stabil. Und es ist leichter zu waschen als wie die Stoffteile, weil die, sagen vom Speicher, irgendwann fangen die auch an zu stinken. So wie ich hatte es ja komplett vor der Fresse. Das heißt, die komplette Spucke ging in das Ding rein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das Ding dann gemüffelt hat, Alter. Also da konnte es nicht mehr richtig riechen dran, weil, boah, da wurde es dir wirklich schlecht. Ja, zwei Rennen haben wir noch, also ich glaube, es geht sich easy aus in der Folge hier. Nee. Meisterschaft fortsetzen. Also da bleiben wir schon richtig hier. Oh, ja, bin schon gespannt hier. Also wieder ein bisschen, also ein bisschen ist gut gesagt, viel Offroad. Was aber, glaube ich, der ganzen Meisterschaft gut tut, weil, ja, wir haben immerhin Geländefahrzeuge und von dem her passt Offroad eigentlich schon recht gut hier. Und der Start aus der Pole Position ist natürlich immer super, ist aber, glaube ich, jetzt der letzte, den wir haben. Und noch einmal hier runter Schwung aufnehmen. Boah, der Sprung ist schon heavy. Hier eng rum. Einmal die Bäume mitnehmen. Danke, bitte. Hier in der Mitte durch, nicht Reklohäuser mitnehmen. Der Typ braucht immer noch einen Thron zum Scheißen. Also das dürfen wir nicht wegmähen. Oder hat man den nächsten Checkpoint? Jetzt sind wir auf Eis unterwegs. Oh, da vorne kommt schon wieder der Schnee. Dementsprechend kann man dann oben wieder Vollgas stempeln. Hier noch einmal gut den Sprung mitnehmen. Wir sehen dann den nächsten Checkpoint. Das heißt, wir wissen auch die Sprungrichtung. Ja, soweit sind wir aber eh nicht geflogen. Aber Rosberg kniet mir schon hinten dran im Nacken, also ja, ein Fehler und der ist da und ich bin weg, auf gut Deutsch gesagt. Wollen wir natürlich nicht sowas. Rumfährt hier ein Auto, Gott verdammt. Straßen müssten gesperrt sein. Okay, wir haben einen Spielfehler entdeckt.
So, einmal hier noch geradeaus durch und dann sind wir schon im Ziel. Und dann kommt auch der FPS nicht mehr an und da fährt schon wieder so ein Fiat. Also will mich das Spiel hier trollen oder wie? Nur ein einziger Fiat fährt rum. Beziehungsweise immer ein Fiat, so muss ich sagen. Und ja, das dritte Rennen geht sich auf jeden Fall noch easy aus und da sind wir mit 40 Punkten. Klar, erster, 8 Punkte vor dem zweiten sind natürlich super. Ja, jetzt würde ich sagen, fahren wir noch das dritte und letzte Rennen für diese Meisterschaft und auch für diese Folge. So, 8000 EP ist natürlich auch wieder eine schöne Ansage. So, dann, wo haben wir das letzte? Einmal hier oben bitte. Und ich würde sagen, wir machen es uns ein bisschen spaßig. Wir reisen mal. Nee. Das ist jetzt mal das, was ich will. Wir reisen hier hin und fahren da hoch. Mal schauen, ob wir da überhaupt hochkommen mit dem Wagen. Runter müssen wir ja aber hoch. Logischerweise vorher. Und hier zu diesem Sender hochkommen, ist beim besten Willen nicht einfach, Leute. Aber die Bergziege hier wird es auf jeden Fall schaffen, glaube ich schon. Wir sind jetzt harte Jungs, wir versuchen es auf dem direkten Weg. Sofern da keine Fenster in den Weg werden. Sobald der Tiefschnee kommt, beißt das Ding weg wie nix. Also mit dem hätte ich ja nicht gerechnet, dass wir hier so hoch kommen. Geiler Scheiß. Ist auf jeden Fall nicht spaßig mit dem hier. Ne, das haben wir schon abgeschlossen, das weiß ich. Wir fahren hier nämlich. Wow, also der hat echt Bums. Hätte ich mir nicht gedacht. Also Hut ab hier. Bist du deppert. So, wir starten natürlich die Rennveranstaltung hier. Der Rosberg ist hinter uns, das heißt unser Meisterschaftsgegner, unser Hauptmeisterschaftsgegner ist auch hinter uns, das ist sehr gut, jetzt heißt es einfach nur hier eng alles mitnehmen. Schauen, dass uns der Lukas hier nicht abdrängelt. Ne, Blödsinn, das war nicht Lukas. Lukas fährt vor uns. Entschuldigung, Lukas, ich hab dich jetzt unrecht getan. Wow. Lukas ist guter Mann, der fährt Cadillac. Wow. Ah, schon wieder die blöde Kante, die kennen wir noch. Aus einer vorherigen Folge. Ja, dass sich das nicht ausgeht, ja, es wundert mich nicht. Ja, schaut mal, was ich hier für einen Umweg gefahren bin. Aber man weiß im Endeffekt nie, welche Route wirklich schnell ist, weil wenn ich jetzt so schaue, sind wir wieder hier auf dem Weg zu Rang 2, nee, sogar 1. So, Blödsinn. Habe ich jetzt einen Quatsch erzählt? Da geht's rein in die Loipe. Gleich wieder raus. Also das sind somit meine Lieblingsstrecken hier. Auf dem ganzen, ja, Berg, muss ich schon sagen. Klar, die Rennen hier drin sind natürlich auch geil. Aber ich finde, die sind ja doch ein bisschen geiler, die wir jetzt gefahren sind, die drei. Und da hoppen sie alle rum hier, die Kollegen. So, hier der Abschluss ist ein bisschen schwer. Da fährt schon wieder, da fahren jetzt zwei Autos. Da schießen wir nicht nur ein Fiat.
Die haben hier, glaube ich, vergessen, die Straße zu sperren oder so. Oder sind das Safety Cars? Das kann natürlich auch sein, dass wir uns dranhängen müssen und langsam nachfahren. Aber solange ich da keine genaue Info daran Leitung bekomme, ja, folge ich da nicht. Und es ist interessant, da ein bisschen hochzuschauen, wie da die Leute runterspringen. Also man sieht unterschiedlichste Linien über den Berghang drüber. Aber ja, alle Wege führen bekanntlich nach Rom und so haben wir auch zu unserem Meisterschaftssieg gefunden. Natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben meinerseits sehr erfreulich. Gleich wieder ein Abo oder eine Weiterempfehlung. Und ja, ich bin jetzt aber raus. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein, dass du mit dabei warst hier bei diesem Video. Ich bin jetzt aber raus. Ciao, Leute.